Die Deutsche Bank wird den angepeilten Rekordgewinn von 10 Milliarden Euro verfehlen. Bankchef Josef Ackermann erklärte, die Erträge seien im dritten Quartal wegen der Unsicherheit an den Märkten gesunken. Außerdem werde die Bank 250 Millionen Euro auf griechische Anleihen abschreiben und in den kommenden Monaten sollen 500 Stellen gestrichen werden. Die Aktie der Bank. Aber die Banken brauchen schon Geld. Also, kleine Kollekte für die Deutsche Bank zur Rettung des Finanzsystems. Wir reden nur, wir tun was. Wir sammeln Geld für die Banken. Die Deutsche Bank hat erst 6,5 Milliarden Gewinn gemacht dieses Jahr. Das ist zu wenig. Jetzt werden 10% der Mitarbeiter entlassen. Ja. Die Grundlage unseres Staates ist ja der Solidarausgleich und da muss einfach jeder seinen Beitrag leisten, von unten nach oben. Das geht nun mal nicht. Und wir haben heute schon für Kinder gespendet und andere Bedürftige, wobei wir nicht der Meinung sind, dass die Banken bedürftig sind. Aber die Krise ist doch da. Gerade akut schlecht. Anschließend fahren Sie hier mit dem Flitzer weg, oder wie? Aber wenn wir genug zusammenbekommen, überlegen wir uns das nochmal. Also wir sind ja auch nur Menschen, ne? Korruption ist ja überall. Eine Spende bitten für die Banken und das Finanzsystem. Wir brauchen 400 Milliarden Euro und wir dachten, jeder muss einen Beitrag leisten. Ich finde das lustig, aber das Finanzsystem ist systemimmanent. Das ist gar nicht so zum Lachen. Wenn das zusammenbrecht, dann können die hier auch gar nicht mehr einkaufen gehen. Jetzt gerade Nederland. Ah, jetzt gerade Nederland. Ja. Das ist ja gut. Ich gerade auch Nederland. Okay. Wir sind hier, um von der Bank Geld zu sammeln. Interesse, um iets te mee te maken en uns te helpen. Wir sind da nicht so. Nee, danke. Wollen Sie keine Spende machen für die Banken? Ach. Nein? Nee. Wir wollten fragen, ob Sie bereit wären, einen kleinen Beitrag zur. Kein Euro Sie für lachen, die Deutsche Bank? Aber das Finanzsystem ist systemimmanent. Ein Euro für die Banken? Ein Euro für die Banken? Oh, schade. Das ist doch eben aufklären, was ich oder was der wahre Grund unserer. Ja, wenn ihr nicht schummelt. Nein, wir schummeln nicht. Ich kann Sie um 1 Euro für die Banken bitten. Ja, nee, so. Ich würde viel mehr geben, aber ich habe keine. Ach so. Alles schon gespendet? Nee, die Konten sind geplündert. Ach, die Banken haben schon alle ihre Euros, ja. Aber wenn noch irgendwo einer übrig ist, die Banken brauchen also, jeden Euro. Wenn wir jetzt sehen, dass wir hier noch 1 Euro ausgeben, dann kommen wir noch mal auf Sie zu, das ist Ihnen klar, ne? Also die sind gar nicht in der Krise. Sie haben seit 2008 abgezockt. Naja, sie haben sich verspekuliert. Also Fehler kann ja jeder mal machen. Das kann mal passieren. Natürlich, wenn man mit so großen Geldblasen jongliert und eine runterfällt, dann platzt die halt mal. Aber das lassen Sie bitte diesen Mist. Ja. Also 1 Euro, 1 Euro. Geben Sie nur den Rentnern was oder die alleinstehende Mutter. Wir haben ein paar Millionen Arme hier in Deutschland. Und Sie erdreisten sich noch? Haben Sie vielleicht einen Euro für die Banken? Wenn ich jetzt ein Boxer wäre, würde ich Ihnen eine reinhalten. Oh, nee, es ist eine Satire, was wir hier machen. Das ist ja klar. Ja. Wir sammeln Geld für die Banken. Aber für die Finanzen. Muss als Bürger auch seinen Teil tun und wir würden Sie jetzt gerne um eine Spende für die Banken bitten. Genau. Ja. Schon schön, ja. Genau. ja, spenden Sie was? Nee, ich glaube nicht. Aber die Krise ist nicht lustig.